So, gute Freunde, willkommen, dass ihr wieder da seid. Also, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Und wie versprochen, machen wir jetzt mal mit der Hauptmission weiter. Da steht da schon der Adewale. Und, ja. Let's start this. Wir stellen ein. Gut. Bei Gott, was sehen meine trüben Augen? Komm her, trink mit uns. Guten Morgen. Ahoi, Kenway. Was ist das? Adewale, Quartiermeister der Jackdaw. Jackdaw. Du hast deine Brig nach einem lausigen Vogel getauft? Ade, diese Herren sind der größte Teil unserer wachsenden Konföderation hier. Ed Thatch, Dan Hornigold, James Kidd. Du lässt ihn eine Muskete tragen? Frieden, Ben. Ade rettete mein Leben. Und nun suchen wir nach einer Crew, um mein Schiff zu bemannen. Nun, es gibt zahlreiche fähige Männer. Doch sei vorsichtig. Vor 2 Wochen kam eine Schiffsladung englischer Seeleute an und fühlt sich nun auf, als würde ihnen hier alles gehören. Gut. Vielleicht kann ich wen anheuern. Kuder Jackdaw. Diese Anzeige repräsentiert die Stärke ihrer Crew. Ihr Crew ist eine essentielle Ressource, mit deren Hilfe sie gegnerische Schiffe plündern können. Für größere Schiffe benötigen sie auch eine größere Mannschaft, um sie zu entern. Ja, klingt logisch, ne? Es gibt 2 Möglichkeiten, neue Besatzungsmitglieder anzugreifen. Sie können Seeleute in einer Taverne anheuern, sie können Piraten in Not helfen. Ja, okay. Noch mehr Piraten anheuern, okay. Schick alle Männer, die du findest, zur Jackdaw. Gib ihnen Arbeit. Danke, Ade. Ja. Alter Seemannslied, jo. Ja, ihr wisst es doch, ne? Ihr kennt's doch. Fragment, ich brauch's. Oh Mann. Ja, ich versuche es ja jetzt nicht unbedingt zu sehr und oft da rein zu quetschen. Quetschen. Weil das Lied ist eigentlich doch ganz nice. Okay, irgendwie kriege ich es jetzt gar nicht rein. So, ich muss über den Baum, oder? Über welchen? Über den großen. Okay, komm. Wir können ja wieder... Machen wir ein anderes Mal. Ich habe ja euch versprochen, dass wir jetzt mal die Hauptmission machen. Und... Okay. Denkst du, du wärst der Erste, der flüchtet, wenn ich nicht... Nur mein kalter, toter Kadaver wird sich dir je beugen. Na, komm. Gracias, meinen Dank. Mein Leben gehört euch, Capitano. Capitano. Erstmal plündern wieder, kennt es doch. Wollte schon wieder sagen, Leichen schänden, aber... Nein. Die brauchen das ja eh nicht mehr, also... Da kann man auch ruhig mal so die... Leute ausrauben, wenn sie tot sind. Ich sag mal, solange er jetzt nicht auch so die speckigen Klamotten wieder anzieht, ist alles gut, oder? Hm.
So, da geht's entlang. Achso, das ist ein Assassinenauftrag. Okay, den machen wir jetzt nicht. Da wir ja schon. Wo geht's denn da entlang? Okay, ein Sperrgebiet. Da waren doch gerade eben noch die Damen. Ich glaube, die. Genau, die heuern wir mal an. Und die lenkt mir dann da die Herren ab. Dann brauche ich nicht unbedingt. Ja, jetzt hier mit bloßer Waffengewalt rein. Also, los geht's. Okay. Das ist schon Scharfschüsse, ganz uncool. Aber wo jetzt diese Schatztruhe ist, habe ich bis jetzt immer noch nicht in Erfahrung bringen können. Ja, keine Ahnung. So. Oh. Ja, der geht auf jeden Fall gut ab. Bam. Das war doch mal super. Ja, gut. Für zwei Leute so ein Aufwand war eigentlich jetzt. Okay, der ist gestorben. Ja, das war dann halt natürlich nicht so gut. Wie der da liegt. Yes, sir. No, sir. It's nice to meet you, sir. Gut. Machen wir weiter. Wir brauchen hier noch ein paar. Oh ja, spiel mal gegen den Baum. Ah, guck mal, da haben wir schon wieder den nächsten. Was ist der nächste? Glaube ich, der hier ist der nächste. Ja. Du wurdest als Leichtmatrose für unser feines Kriegsschiff auserwählt. Ich weiß nicht, wen ihr sucht, aber bei allem, was mir heilig ist, ich bin es nicht. Ey, hier, boah, der ist richtig gut, du. Ja gut, aber ich bin besser, ne? Captain Kenway, gerade rechtzeitig. Wir sehen uns an Bord. Plündern. Nicht Waffe aufheben? Der hat nichts dabei, oder was? Nee, komm. Jetzt erplündern. Gut, Kugel sieht natürlich sehr gut aus, aber ich brauche wirklich Money. Na? Na? Also der hat rote Haare. Der mehr oder weniger auch. Ja gut, da kann ich es nicht ganz so erkennen, aber es sieht irgendwie fast auch genauso aus. Das ist jetzt irgendwie sehr bedenklich. Also ich würde ja fast behaupten, die hätten alle einen Vater. Ja, so, das ist glaube ich jetzt wieder hier die Kirche. Aber ist ja egal, Hauptsache wir kriegen es voll. Oh, ich muss mal kurz husten. Gut. Interagieren. Ach, mit der Henne. Machen wir auch mal. Okay.
Jo. Super. Ja gut, ich habe jetzt zwar immer bloß wieder zwei bekommen. Aber dafür ging es relativ schnell jetzt. So. Jetzt habe ich wieder wahrscheinlich da unten einen Punkt. Ja, natürlich. Dann nehmen wir mal den anderen. Jo, einmal kurz über den Tisch gelaufen. Hier über den dreckigen Fisch. Sanft oder schmerzhaft, deine Wahl. Du hast mir den Hals gerettet, Captain. Ich danke dir von Herzen. Naja, gut, so kann es ja noch Ewigkeiten dauern. Aber lass mich raten, ich habe wahrscheinlich jetzt wieder die Küche bekommen. Oder auch nicht. Dann würde ich mal sagen... Ja, kommen wir uns die holen? Ja, machen wir mal, oder? So, und auf dem Weg können wir nämlich da den einen Schatz mitnehmen, der nämlich hier direkt um die Ecke ist. Genau da. Was ist denn hier eigentlich? Oder habe ich jetzt einen Ort in der Nähe? Ja, komm. Egal, ich denke jetzt ein bisschen schneller. Nee, springen. Das war ein super Angriff. Komm zu Sinn, Leute, ihr seid so verrückt wie ein Seewolf. Du hast mir den Hals gerettet, Captain. Ich danke dir von Herzen. Die Hinrichtung erreichen. Okay. Die ist in der Festung. Oder da oben. Captain Kenway, kommt schnell. Soldaten haben einen Mann in Eisen gelegt und wollen ihn liegen. An den Händen dieses Piraten klebt das Blut vieler Unschuldiger. Oh Mann. Oh, was geht mit denen ab? Oh, ach so, der verbindet das so scheiße. Naja gut, probieren wir es nochmal. Ich muss jetzt mal gerade überlegen, wie kann ich da am besten hochstürmen. Captain Kenway, kommt schnell! Wie komme ich auf diesen Platz hoch? Ja, okay, komm, jetzt. Das war jetzt natürlich sehr, sehr schlecht. Ja, okay. Ja, wie kann ich das am besten jetzt machen? Ah, auf das Seil schießen und den Piraten retten. Das probieren wir doch mal jetzt aus. Kenway, kommt schnell! Soldaten haben einen Mann in Eisen gelegt und wollen ihn hängen. Kann ich jetzt nochmal ziehen? Okay. An den Händen dieses Piraten klebt das Blut vieler Unschuldiger. Zu vieler.
Im Namen seiner... Oh, das... Den muss ich töten auf jeden Fall. Der haut so richtig böse rein. Ach, scheiße. Ich hätte wahrscheinlich abhauen müssen. Aber es war auf jeden Fall schon mal ganz gut. Jetzt weiß ich jedenfalls, wie es geht. Ja, ist so schön, alle guten Dinge sind 3 oder in dem Fall 4. So, probieren wir es nochmal. Captain Kenway, kommt schnell. Soldaten haben einen Mann in Eisen gelegt und wollen ihn. An den Händen dieses Piraten! Klebt das Blut! Oh, verdammt. Oh. Die hauen so böse rein, du. Sehr gut. Puh. Knapp, Leute. Wirklich knapp. Ich bin auch wirklich jetzt echt froh, dass ich es geschafft habe. Gott segne euer Zeitgefühl, Kenway. Jo, da guckt der Priester blöd. Jo, dann gehen wir mal noch die Quest ab. Ah, ich habe da so eine Idee. Also wenn die Fragmente irgendwie immer noch denn so eingegraut sind, dann kann es sein, dass es vielleicht so unterirdisch noch weitergeht. Das wäre natürlich auch ganz nice. Also ein bisschen so... die Insel von unten entdecken, wäre natürlich auch nett. Mal sehen, was sich da die Programmierer einfallen lassen haben. Man darf auf jeden Fall ein bisschen gespannt sein. Das würde wahrscheinlich auch erklären, warum ich jetzt da unten das Fragment nicht erkenne. Hier beim, also hier bei der Küche, ne, wo ich jetzt drauf schaue. Das würde natürlich auch Sinn machen. Segelst du sicher dorthin, wo fette Beute wartet? Kennst du einen Ort namens Observatorium? Ei, eine alte Legende, wie Eldorado oder dieser Jungbrunnen. Was hast du gehört? Es ist wohl ein Tempel oder ein Grab, mit irgendeiner Art Schatz darin. Sieh mal, das ist es. Rotz! Dann sind dir Märchen also lieber als Gold, oder? Es ist mehr wert als Gold, Dutch. 10.000-mal mehr als alles, was wir von spanischen Schiffen erwarten. König berauben, um Arme zu speisen. Das ist unser täglich Brot hier. Das ist keine Beute, sondern Fantasie. Ja gut, also mal wieder bloß 90% geschafft. Aber auf jeden Fall, die Mission war relativ spannend, auch ein bisschen herausfordernd, muss man auch ehrlich sagen. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus und wir sehen uns... Okay, zeige ich das noch? Ja, okay. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Assassin's Creed. Bis dahin, mach's gut, tschö und goodbye.